Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Ja, ihr seht es ja selber, wir spielen gegen Deutschland und danach könnte es ja entweder Brasilien sein oder Uruguay. Wir werden es sehen. So, erstmal müssen wir ja unser Spiel gegen Deutschland gewinnen und weiterkommen. Schauen wir uns mal schnell unsere Mannschaft an. Und unser linker Mittelfeldspieler ist verletzt. Müssen wir Ersatz suchen? Da hätten wir nur einen. Der andere hat keinen Vertrag mehr. Den werden wir jetzt einen Vertrag geben. Okay. Sehr doof. Okay, für drei Spiele hätte man auf jeden Fall jetzt erst einmal. So, dann werden wir denen einen Vertrag geben. Dann würde ich sagen, das andere passt alles. Würde ich sagen, ja. Okay, dann lasst uns loslegen. Das wird ein ganz besonderes Spiel. Und ich freue mich auf jeden Fall schon mal drauf. Manuel Neuer, Philipp Lahm, Mertesacker, Jerome Boateng, Schmelzer, Schweinsteiger, Groß, Müller, Reus, Özil, Klose. Ja, das sind Kandidaten. Das ist echt. Puh, heftig. Aber wir versuchen unser Bestes, weiterzukommen. Auf geht's. Hallo und herzlich willkommen. Jetzt sind wir schon unter den letzten acht. Das Publikum ist gespannt. Und wir, Buschi, wir freuen uns auf ein mitreißendes Spiel. Ja, kann man nur hoffen an dieser Stelle, dass es das dann auch wirklich gibt. Man kennt ja Beispiele, wie das so ist mit diesen Vorschusslorbeeren. Aber die Stimmung hier, die reißt einen richtig mit. Und wir freuen uns auf 90 hoffentlich spannende Minuten. Und der Unparteiische heute heißt Rodolfo Costinha. Das würde ja nie passieren, aber ist trotzdem schön anzusehen. Also eins ist schon mal sicher vor dem Spiel. Deutschland kommt auf jeden Fall weiter. Hier nochmal die ganzen Aufstellungen. 4-4-2-System spielen wir. Es ist genug geredet worden vor dieser Partie. Das Spiel, es kann beginnen. Balleroberung im Mittelfeld. Also wie gesagt. Ganz schnelle Entscheidung. Foul, aber Das wäre Vorteil. ein Foul gewesen. Perfekt gemacht. Gutes Auge Hätte auch vom die gelbe Referee. Karte werden können. Aber das ist nie. Ein super Timing, er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Immer gut geklärt. Kann er sich den Ball holen? Die Abwehr steht goldrichtig. Lauf, lauf! Gut Ah, mitgespielt, er schade. geht im entscheidenden Moment Das war dazwischen. dann zu viel verlangt. Aber unsere Abwehr, die steht da richtig gut und wir stehen auch eigentlich kompakt. Den muss er jetzt reinbringen. Ja, Ja, damit hat er die knapp. Gefahr erstmal abgewendet. Aber wie gesagt, wir müssen Miro versuchen, Klose. Druck zu machen. Verdammt, Da da ist haben er sie wieder am uns gut Ball. Ich ausgespielt. bereite mich schon auf den Torschrei vor. Die Abwehr steht sicher. Schlägt die Oh Flanke ab. Ja, das muss Abstoß geben. oh. Die gelbe Karte gleich wieder. Ah. Aber diese Linie muss er jetzt auch durchziehen. Schauen wir uns das mal an. Tja, gut, genau auf den Mann da. Kann ich die gelbe Karte noch verstehen, aber man hätte es auch auf einer Verwarnung lassen können, aber na gut. Blind.
es entwickelt sich eine Möglichkeit. Super Flanke. Ah, verdammt. Klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel und den Schuss abgeblockt. Mit all seiner Routine, mit seiner ganzen Ruhe in dieser Situation klärt er da. Gut. Der war nicht schlecht, aber ein Stück zu weit. Leider. Einwurf. Marco Reus. Ja, solche Spieler hätte ich halt auch gern. Trainer ist sauer. Da fehlt jegliche Konzentration bei diesem Zuspiel. Das ist halt die große Frage, wie spielen wir jetzt. Mitroglou. Der war gut. Oh, Benteke. Ah, da konnte man keinen Druck drunter machen, aber war nicht schlecht gespielt auf jeden Fall. Wie gesagt, wir wollen ja nicht hier jetzt im Halbfinale rausfliegen. Viertelfinale, Entschuldigung. Halbfinale, so weit sind wir ja noch gar nicht. Linie, klare Entscheidung, es gibt Freistoß. Komm. Oh, da sieht man jetzt richtig, wie er ihm da in die Knochen geht. Furchtbar. Also ich habe gelb gekriegt dieses dafür. Dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Na, Mist. Ich wollte den Ball noch abhalten und wollte dann noch nach innen ziehen, aber das hat und der Angriff wurde gestoppt. Ah, verdammt. Toni Kroos. Das Problem ist halt, mein gelb belasteter Spieler ist sehr gut. Boah. Das wird ganz gefährlich. Achtung, wow. Das war der Pfosten. Gut gemacht vom Torwart. Puh, da haben wir aber richtig Schwein gehabt. Also, ja, wir haben hier keinen Amateur als Gegner. Der läuft nicht so, wie ich das will. Blind. Ah, verdammt. Da haben sie echt gut zugestellt. Groß. Marco Reus. Wir müssen auf jeden Fall um die Außen Özil aufpassen. Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Ich hab gedacht, er pfeift jetzt Elfmeter oder so, aber... Der Trainer der Heimmannschaft bedeutet der Innenverteidigung, geht mehr mit in die Offensive. Und das sorgt für Wucht in den Angriffsbemühungen. Ja, da kommt was auf uns zu. Flanke fliegt in den 16er. Ah, naja, gut, die war nicht so tolle. Miro Klose. Der ist stark in der Luft. Wie gesagt, wir müssen echt hier aufpassen, ey. Wenn die die Chancen haben, dann machen sie sie eigentlich, aber... Schockross. Da springt er wie ein Springbock. Und die Grätsche geht ins Leere. Ich will ihn behalten. Jetzt müsste er in die Mitte laufen. Ah, Manuel Neuer. Ja, der Daumann wird schwer. Das wird schwer, den zu überwinden, aber... Wir sind zwar der große Außenseiter, aber wir versuchen natürlich alles. Wenn man da in die Augen schaut, dann hat er schon ein bisschen Angst gehabt, aber im Endeffekt ist es gut gegangen. So, nach außen. Schöne Flanke. Mit solchen Flanken kannst du keine Abwehr in Verlegenheit bringen. Man sieht es hier schön, die spielen teilweise schön über die Außen. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Gut gemacht. Mitroglou. Gut gemacht. Eckball! Es gibt so wunderschöne Flanken. Hier haben wir das Gegenteil gesehen. Der Gegner hat den Ball schon wieder. Aber der war nicht gut. Mitroglou! Souverän, wie er diese Aufgabe gelöst hat. Und so ganz einfach war das eben nicht. Aber unser einer Spieler, der die gelbe Karte bekommen hat, der ist so wichtig für uns. Das spielt echt ein sehr gutes Spiel eigentlich. Sehr gute Spiel. Schon wieder Eckball. Wir müssen die Chancen halt mal nutzen, weil sonst irgendwann mal ist ein Tor für die drin. Was für eine merkwürdige Ecke, da ist noch wirklich nichts draus geworden. Schockross.
Können Sie die Flanke verwehren? Die war nicht schlecht, aber... Ja! Da tropft der Ball weg, wir kriegen den nicht unter Kontrolle. 0:0, das ist das Ergebnis zur Pause, aber das kann es ja wohl nicht gewesen sein. Es steht unentschieden nach den ersten 45 Minuten. Wie geht es weiter? Das weißt du doch bestimmt, Frank. Ja, ich habe in die Glaskugel geguckt und weiß trotzdem nicht, wie es ausgeht. Das ist zu eng hier bisher, um eine Prognose abzugeben. Okay, lieber Reporter, dann mache ich das für dich. Prognose ist ganz einfach. Wir haben Glück gehabt in der ersten Halbzeit. So ein bisschen ist es ausgeglichen, aber wie gesagt, wir haben Glück gehabt, weil die haben sehr große Chancen gehabt und die hätten sie machen können oder müssen. Im Großen und Ganzen können wir nur versuchen, jetzt noch ein bisschen mehr Druck nach vorne zu machen. Und da werden wir dann einen zentralen Mittelfeldspieler als rechten Mittelfeldspieler bringen. Okay, das ist auch nicht gerade das Wahre, aber schauen wir mal. Ja, der Trainer bringt nochmal einen frischen. Schlimmer kann es ja eigentlich nicht werden. So, auch von uns aus kann es wieder losgehen. Die zweite Halbzeit ist angepfiffen. Wir müssen natürlich noch ein bisschen organisierter spielen. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Und diese Flanke ist überhaupt kein Problem für die Abwehr. Guter Versuch. Weiter so. Guter Versuch. Zumindest mal ein Versuch aus der Entfernung. Der war gut. Ein bisschen zu fest gespielt, aber im Prinzip war er gut. Der war schon gut gespielt. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt kämpfen Sie um den Ball. Das konnte doch nicht gut gehen. Solche Bälle sind ein gefundenes Fressen für jeden. Das ist doch. Und die Abwehr aufmerksam. Shawcross. Ganz wieder Ruhe auf Vorspiel machen. Blind. Der war schön gedacht. Aber leider passen sie auf. Also richtig gut sogar. Oh, Fehler. Mesut Özil jetzt. Da entwickelt sich möglicherweise was. Tja, der wäre durch gewesen. Aber abseits. Glück für die Abwehr. Glück gehabt. Also das hätte böse ins Auge gehen können. Ich sag so ein bisschen Schon Glück cross. Im Fußball. Oh nee, das war schlecht. Aber da hat sie noch gut geholt, oder? Zu fest! Mitroglou? Der war gut. Und die Aktion hat einen Eckball zur Folge. Naja, wenigstens eine Ecke. Ich glaube, Klose wird gerade ausgewechselt. Kommt da wohl jetzt Podolski? Hat er noch ein paar Asse im Ärmel, der Trainer? Er bringt nochmal einen neuen Mann. Tja, diese Ecke hat wirklich nicht viel gebracht. Man versucht es halt mal, aber wie gesagt, das ist ein schweres Spiel. Das ist echt verdammt schwer. Mertesacker. Weil ich sehr kompakt hier eigentlich stehen. Benteke. Blind. Dank seiner Übersicht. Jetzt macht er auch noch viel besser und souverän abfangen. Mesut Özil jetzt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Verdammt. Marco Reus. Sie machen Druck. Das kann ja nicht mehr lange dauern. Dann fällt er, der Führungstreffer. Das befürchte ich leider auch, ey. Mitroglou. Und er versucht's alleine.
Ja, so der war zu weit. Blind. Nein! Der geht ins Aus, ins Tor aus, keine Gefahr. Ah, der ist zu blöd gelaufen, ey. Verdammt. Aber wir halten uns eigentlich noch gut, also. Schweinsteiger am Ball. Wie gesagt. Müller. Wir spielen hier gegen eine exzellente Mannschaft und. Ja, Mesut Özil jetzt. Der Ball ist frei. Weil das jeder kann ihn beste spielen, was wir können, aber wie gesagt, wir haben die Mannschaft nicht dazu. Läuft da, läuft da, läuft da. Ah, schade. Jetzt bringt der Trainer einen neuen Spieler. Er will nochmal frischen Wind haben im Team. Das Führungstor muss her. Nein! Ah, ich verdänzel den Ball, ey. Egal, Druck weiter aufrechterhalten. Und der Angriff wurde gestoppt. Shawcross. Kontrolliert spielen. Blind. Mitroglou. Er attackiert ihn, er will den Ball. Ganz ah, da musst du vor den Torwart kommen. Eieiei. Raus. Ne. Ball im Tor aus. Abstoß. Okay, Leute. Die Endphase beginnt jetzt. Wir haben es hier echt mit einem sehr guten Gegner zu tun. Habe ich auch nicht anders erwartet, ehrlich gesagt. Blind. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Nein! Ja, und damit nimmt er beim Gegner den Offensivschwung raus. Marco Reus. Und Achtung, genau hingeschaut. Ein paar Minuten sind nur noch zu spielen, liebe Zuschauer. Und es ist noch alles drin. Es ist alles möglich in dieser Partie. Ah, Mann! Verdammt! Sauber geklärt. Marco Reus. Ja, meine Spieler. Ingmar verlässt denen die Kraft auch. Oh, oh. Und die Situation ist bereinigt. Abstoß, würde ich sagen. Also ich würde sagen, wir können fighten, wie wir wollen, aber es geht in die Verlängerung, liebe Leute. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Ah, ein Schritt zu spät, ein Schritt zu spät. Das hätte vielleicht noch Gefahr werden können. Also, das hätte noch. So, die reguläre Spielzeit ist vorbei und das heißt, wir gehen in die Verlängerung. Okay. Also, wir kommen so langsam ins Spiel. Wir haben auch Chancen. Die Gegner haben auch wieder Chancen. Es wird noch spannend werden. Definitiv. Und jetzt müssen wir schauen, was wir machen. Was hätten wir hier noch auf der Bank? Einen linken Mittelfeldspieler. Okay, das ist schon mal was. Einen zentralen Mittelfeldspieler oder einen Stürmer. Wir können auch einen Stürmer einsetzen. Ich würde sagen, wir setzen einen Stürmer ein. So, damit hätten wir unsere Auswechslung dann erledigt. Und ja. Hoffen wir mal. Den wird es ja nicht anders gehen, denke ich mal. So, der Trainer bringt jetzt gleich zwei frische Spieler in die Partie.
Das wird noch ein Riesenstück Arbeit. Keine Entscheidung in der regulären Spielzeit. Und deswegen heißt es jetzt Verlängerung. Benteke. Geht er rein? Nein! Nicht so einfach, den Ball zu halten. Oh Mann, ey. Okay, die erste Chance haben wir schon mal gehabt. Klasse Aktion des Keepers. Und wieder verhindert er den Rückstand. Es bleibt. Das gibt's doch nicht! Neuer, der hält alles. Blind. Hinten rum spielen. Shawcross. Man merkt, ich spiele. Oder ich versuch's zumindest zu spielen. Dass ich irgendwie so ein Spielstation immer mache, also einmal klicken. Oh, nein, Pfosten! Zurück ins Feld. Oh, das gibt's doch nicht, Mann. Das gibt's doch gar nicht. Das ist ein glasklares Tor. Normalerweise. Aber was ist im Fußball schon normal? Das stimmt allerdings. Gebe ich dir vollkommen recht. Was ist schon normal im Fußball? Ein Spiel hat 90 Minuten mal 120 Minuten. Mesut Özil jetzt. Ja, da kommt was auf uns zu. Da wird zum Eckball geklärt. Puh. Eckball, das ist immer gefährlich. Standardsituation halt. Mertesacker! Ein Kopfball aus dem Bilderbuch, aber auch eine super Parade. Jetzt lauf, 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 lauf. Flanke fliegt in den 16er. Ah, die kommt nicht richtig, die kommt nicht richtig. Punkt ist absolut zu wenig. Sie können hier gewinnen. Und Eckball gibt's. Wer hat wie oft aufs Tor geschossen? Hier die Statistik. Ja! Ja! In der 105. Minute klingelt's doch. Das wiegt viel schwerer als ein Tor in der Normalspielzeit. Na klar, ist eine Frage der Kondition und das ist alles ein bisschen leichter nach diesem Treffer. Aber dass Philipp Lahm da nicht richtig hingekommen ist, das wundert mich. Das war einfach ein super Eckball. Puh. Wir haben ja alles gehabt in diesem Spiel, nur noch kein Tor. Ja, aber das ist ein wunderbarer Kick hier, so muss Fußball sein. Weil Elfmeter schießen habe ich nicht wirklich Lust. Die Gäste wollen wechseln. Ganz ehrlich. Beim Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Normalerweise wirkt das souveräner, aber die Hauptsache ist, der Ball ist weg. So, jetzt muss Deutschland aufmachen. Wenn sie das Spiel noch gewinnen wollen. Gute Chancen für mich. Trainer, er will taktisch nochmal was verändern. Das heißt, er muss etwas verändern und darum wechselt er aus. Weil wie gesagt, wir haben noch eine Verlängerungshalbzeit. Das könnte schon noch ein bisschen knifflig werden, weil es nur ein Tor Unterschied. Und der Schiedsrichter gibt Vorteil. Und ich denke, das macht er genau richtig, Spielfluss zulassen. Die Abwehr steht sicher, Eckball. Fängt die Flanke ab. Hä? Ich dachte, es wäre Ecke. Na gut. Schweinsteiger. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Jetzt wird's prickelt. Die Atmosphäre ist aufgeheizt. Das könnte jetzt auch wirklich die Schlüsselphase für die Heimmannschaft. Absolut, das könnte den Ausgang des Spiels entscheiden. Und die Frage ist, behalten Sie die Nerven, kommen Sie nochmal. Da war er nicht mehr fit genug. Müller. Also die Kräfte, die gehen langsam weg, das ist ganz klar. Abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt, deswegen abseits. Wir müssen jetzt eigentlich nur mit Ruhe spielen. Wenn sie jetzt nichts mehr zulassen, dann haben sie es gepackt. 5 Minuten sind es noch in der Verlängerung.
Es müsste schon noch ein Tor fallen und dann gäbe es Elfmeterschießen. Also ich habe das Gefühl, da ist Unsicherheit. Die Nervosität ist bis hier oben zu spüren. Lukaku. Naja, mal versucht's. Mal versucht's. Egal wie. Benteke. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Schweinsteiger am Ball. Die Möglichkeit. Raus. Nimm doch. Könnte jetzt vielleicht doch noch hier zum Ausgleich führen. Mann. Eckbälle. Manchmal sagt das ja auch was aus. Achtung, jetzt haben sie noch mal die Gelegenheit, um hier den Ausgleichstreffer zu erzielen. Ja. Und jetzt ist der Pokal schon fast greifbar. Sie sind in der Runde der letzten vier. Und das ist jetzt keine Träumerei mehr. Jetzt ist es wirklich möglich. Liebe Zuschauer, wir haben ein tolles Spiel gesehen. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Manni Breukmann. Bis bald. Tschüss. Also es war ein anstrengendes Viertelfinale, muss ich sagen. Also das hat sehr viel abverlangt, muss ich sagen. Und es ist ziemlich knapp auch rausgegangen. Wie gesagt, jetzt können wir nur noch mal schauen, auf wen wir als nächstes treffen. Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Und wer wird es sein? Brasilien! Also, unser nächster Gegner wird Brasilien sein. Auch nicht gerade leichter. Und danach haben wir entweder Spanien oder Argentinien im Finale. Wenn wir so weit kommen, aber schon mal... Ja, das wird auf jeden Fall eine sehr schwere Angelegenheit, auf jeden Fall, gegen das Gastland von Brasilien zu spielen. Das wird dann nicht mehr so einfach sein wie das hier gerade. Aber wir werden unser Bestes geben. Schauen wir mal. So, im Shop können wir unsere Karte aussuchen, also unsere Karte abholen. Schauen wir mal, was wir diesmal kriegen. Vielleicht mal was, Schatz. Hoffen wir doch einfach mal. Ein Italiener. Linker Verteidiger. Gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich zum Zuschauen, Entschuldigung. Und freue mich natürlich drauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Dann heißt es Halbfinale gegen Brasilien, Deutschland gegen Brasilien, also Dream Team gegen Brasilien. Und das wird ein sehr interessantes Spiel, finde ich. Und darauf freue ich mich jetzt schon. Bis dann, euer Players Club Member, BB und ciao.